EA, Epic Games, und People Can Fly. Powered by Unreal Technology. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Bulletstorm. Ich habe mich so richtig auf dieses LP gefreut. Und wir starten direkt durch, ohne großes Vorgeplänkel. Ja, eine automatische Speicherfunktion haben wir natürlich. Sobald dieses Logo erscheint, soll ich mein System nicht abschalten. Also die Konsole nicht ausknipsen. Diese tolle Konsole, wenn man hier die Maus sieht, an der ich spiele. Konsolenport und so. Egal! Sonst alles nicht stören. Also man erkennt sofort, dass das Game hier, Bulletstorm, ein richtig krasser Konsolenport ist. Menü mit Leertaste. Mit Leertaste auswählen. Egal. Wir starten ein neues Spiel. Und zwar auf sehr leicht natürlich. Diese Einstellung ist nur für Spieler gedacht, die noch keine Erfahrung mit Shootern haben oder für ihre Großmütter. Also, da ich weder meine Großmutter bin, noch keine Erfahrung mit Shootern habe, fällt das schon mal flach. Diese Einstellung ist ideal für Spieler, die das Spiel problemlos meistern möchten. Das klingt eigentlich verlockend, aber dies ist eine Empfehlung, wenn du bereits Shooter gespielt hast. Was haben wir denn beschwer noch? Diese Einstellung ist für erfahrene Spieler gedacht, die eine Herausforderung suchen, um zu überleben, musst du das Spiel wirklich beherrschen. Ist jetzt beim LP vielleicht nicht so ganz toll, aber ich glaube, ich würde es sogar schaffen mit viel. Naja, diese Einstellung ist nur für knallharte Könner gedacht. Wenn du das erste Mal spielst, empfehlen wir dir einen anderen Schwierigkeitsgrad. Wir bleiben auf normal, alles wie gehabt, und starten durch mit dem Prolog. Kapitel 1, auf dem Weg in die Hölle. Die Nebensysteme. Gesetzlos unerforscht. Fernab der Gerichtsbarkeit der Konföderation. Ganz ruhig! Ihr versteht das alles total falsch! Hört mir einfach zu! Hier, nimm noch einen Schluck, Ray. Das hilft dir beim Zielen. Bitte, nein! Meine Knarre. Ich hab das Visier ein Stück nach links verschoben. Wie nett. Viel Spaß. Gesu, beantworte unsere Fragen, dann sinkt das Risiko, dass wir eine Flasche verfehlen und deine verdammte Visage verdampfen. Okay, hört auf, bitte. Ich sage euch, was immer ihr wissen wollt, okay? Was immer ihr wissen wollt. Wie hoch ist unser Kopfgeld? Jeweils eine halbe Milliarde wurde nach dem Überfall auf den Konföderationstransporter verdoppelt. Serrano persönlich hat das veranlasst. Eine halbe Milliarde? Nicht schlecht. Für dich vielleicht. Ich bin das Doppelte wert. Okay. Danke, dass du so ehrlich zu uns warst. Hey, was zum Teufel? Ich habe euch alles gesagt! Schon, aber du wolltest uns auch umlegen, oder? Da sieht's echt schlecht mit einer Begnadigung aus. Tja, tschüss, Kumpel! Oh! Dieser Wichser! Ich hab euch alles erzählt! Halt die Klappe! Hey, schon der dritte Kopfgeldjäger diese Woche. Serrano scheint ja echt scharf auf uns zu sein. Lass uns ein paar Konföderationsschiffe plündern. Verdienen wir uns unser Kopfgeld. Ja. Da haben wir mal kurz einen Kopfgeldjäger einfach so aus der Frachtluke geworfen. Ist okay. Und bevor es jetzt losgeht, muss ich... Ja, so kann man Terminal auch aufmachen. Einfach auf die Tastatur kloppen. Okay, ich muss mal ganz kurz noch in die Spielsteuerung. Nein, in die Steuerung, und zwar die Empfindlichkeit hier mal so ein bisschen. Ja, es ist besser. Okay. Echt fantastisch. Ja, keine Angst, wir machen das wohl irgendwie auf. Oh oh. Schwanzlutscher. Yep. Ah! Ja, Hüllenbruch registriert. Ah! Okay. Linke Maustaste. Rechte Maustaste. Linke Maustaste. Und ist gut. Hast
Hast du nicht gesagt, du hättest ihn durchsucht? Niemand delegiert so wichtige Aufgaben an einen Besoffenen. Das könnte sein. Verwandelt sich eigentlich jedes alte Stück Müll, das du anfasst, in einen riesigen Haufen Scheiße? Hey! Deine Mutter hat's überlebt. Gegeben. Jetzt ist mir klar, wo das alte Mädchen ihr Hinken her hat. Oh. Okay. Ich muss dir nicht sagen, dass du in die Hocke gehen musst, oder? Wäre trotzdem nett. Ein Beweis deiner Fürsorge. So, wer... Ich wollte gerade springen, aber anscheinend geht springen ja gar nicht in Bulletstorm. Ich vergaß. So. Also, ja, offen los. Was ist los? Irgendwas blockiert die Tür. Naja, ein kaputtes Schaltpult vielleicht. Ich mach das auf meine Art. Aber nur vielleicht. Welcher von euch Schwachköpfen hat dem Kopfgeldjäger eine Nova-Granate gelassen? Ray, wir haben Probleme. Ich mache jetzt den Warpsprung. Alles klar. Bin gleich bei dir. Haben wir noch irgendwas zu trinken? Nein. Aber im Lager gibt's noch jede Menge Farbenfunkel. Ja, fahr von einer. Lecker, lecker. Probleme. Ich brauche euch auf der Brücke. Sofort. Die Taste halten, um zu rennen. Na, alles klar. Hier lang. Und dann... Kommt der Doc noch? Kommst du noch? Ja, okay. So, dann mal... Hoch, runter. In den 3., 7. und 8. Stock. Klar. Kein Problem. Das sind also wir, ne? Achtung, Captain an Deck. Hat irgendwie was von dem Neandertaler. Ich bin einigen Konföderationstransportern gefolgt. Wir sind aus dem Warp raus. Und da war es. Ulysses. Ich bring uns hier weg. Ab in ein dunkle Materiefeld. Und sofort verstecken. Wir gehen nirgendwo hin. Das ist das Kriegsschiff der Konföderation. General Serrano muss an Bord sein. Es ist Weihnachten, Jungs. Wir haben dieses massenmordende Stück Dreck hübsch verpackt da draußen auf dem Präsentierteller. Wir stehen hinter dir, Gray. Serrano hat uns alle angeschissen. Das ist ernüchternd, aber vorbei. Nein, du bist nicht nüchtern. Wir hatten keine 10 Sekunden durch. Du hast deinen Mut verloren, Ishii. Trotz deines Leichtsinns erfülle ich meinen Eid, dir zu folgen. Aber das... Ich sterbe nicht für deine Rache, Gray. Unsere Rache. Die Ulysses will einen Kommunikationskanal öffnen. Bukanon bereit. Schicken wir ihnen eine Nachricht. Bam! Will jemand meutern? Wenn, dann jetzt. Niemand? Feuer frei! Komm schon, Rell. Sorgen wir dafür, dass sich Serrano wünscht, er hätte das Kopfgeld verdreifacht. Ja. Oh. Okay, ich sehe nix. Ich will einfach mal drauf los. Da legen wir uns als kleines, winziges Schiffchen hier mit der ganzen Ulysses an, dem Kriegsschiff der Konföderation. Klingt ja schon mal vielversprechend. Wow. So. Maul. So, wo sind denn noch irgendwelche hier so Triebwerke zerstört vielleicht? Nein, auch nicht. Was darf ich zerstören? Hier. Au, 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 au. Ist ja okay. Alter, 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 Alter. Ishii? Nein. Okay, in Ordnung. Wir waren sowieso alle schon tot. Schon seit Jahren. Wir mussten nur noch eine Sache erledigen. Sicher gehen, dass wir nicht allein zur Hölle fahren. General, ich nehme dich und jeden einzelnen von euch Wichsern mit uns. Ein plötzlicher Sturz in düstere Wogen. 10 Farben
tief. Auf dem Weg zur Hölle. Okay. Wir sind glatt durch die Ulysses durch. Ich sehe das gerade komplett richtig. Okay. Gut. Einige Jahre zuvor. Mhm. Damals. 1982. Mit deinen neuen Schwerkraftstiefeln machen diese Attentate richtig Spaß, Doc. Freut mich, dass sie dir gefallen. Man sollte niemals Spaß am Töten haben. Wir sind Soldaten, keine Mörder. Neutralisierungseinheit unfreundlicher Personen? Hör auf zu schubsen, Ral. Mach ich doch gar nicht, aber wenn, dann wäre das hier genau der richtige Ort. Eigentlich ganz chillig, so an der Seite von dem Haus zu baumeln. Wo müssen wir da hin? Müssen wir da rein? Yeah. Leute, ihr müsst mich schon... Hier vielleicht? Aufzug? Leute? Ja, ich gehe einfach mal hier runter. Ah, da vorne. Sehr schlechter sichtbarer Hinweis, aber okay. Okay, Jungs, dann macht doch mal bereit. Dann brechen wir mal durch. Da ist auf mein Zeichen. Unser Ziel. 3, 2, 1. Ja, das will jetzt für den Rechner hochjagen. Achtet auf die Zeit. Wann müssen wir weg? Kein Stress, Boss. Wir sind im Plan. Hey! Verflucht, Mann! Du solltest das Ding in die Luft jagen, nicht deine verdammten Mails lesen. Was machst du da? Ja, was sehe ich mir da an? Jeden unserer Morde. Wir haben unschuldige Menschen getötet. Novak war Reporter und saß gerade an einem Artikel über Serranos Korruption. Ich will Serrano sprechen. General Serrano, ich... Was willst du, du beschissenes Arschloch? Rufst du etwa vom Einsatzort an, du dämliches Stück Scheiße? Halt die Klappe! Beantworte mir eine Frage. Diese Leute, haben sie uns gezwungen, unschuldige Zivilisten zu töten? Heilige Scheiße! Was zur verfluchten, abgefuckten Hölle habt ihr euch denn dabei gedacht? Ihr verweichlichten Wichser! Seid doch konföderationssanktionierte Attentäter! Es hieß, die Ziele seien Waffenschieber, Sklavenhändler, Massenmörder. Ja, ich habe gelogen. Na und? Wen haben wir getötet? Novak. Hatte belastende Beweise gegen euch, dämliche Scheißhaufen. Er hätte es auflegen lassen, was ihr tut. Und was genau tun wir? Ihr dient voller Stolz einem General der Konföderation, die ihr so innig liebt, dass ihr ohne zu fragen euer jämmerlichen Madenleben opfern würdet, um sie zu beschützen, eure Kommandeure glücklich zu machen und eure Regierung zu stärken. Und jetzt will ich von euch Arschlöchern eine nette kleine Entschuldigung hören. Oder ihr seid dran! Ich mach dich kalt! Hey, Mann!
Mann, was für ein Scheiß! Hätten wir eine solche Entscheidung nicht vielleicht diskutieren sollen? Okay, wir nehmen die Spectre und sprengen in die Nebensysteme. Wir entziehen uns der Konföderation. Ich glaube nicht, dass wir von diesem Planeten runterkommen, Grayson. Ich auch nicht. Oh mein Gott. Hey, alles okay. Okay, wir werden dir nichts tun. Alles wird wieder gut.